So, wir durften ein bisschen plaudern nebenbei. Mama Bremermann wieder in Reichweite. Kameramann sagt: Ach, alles gut, Sohnemann wird gewinnen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Sie sagt: Wäre ja schön. Jetzt hat er es in der Hand. Tobias Bremermann mit Vicky. So, da liegt er schon ein bisschen zu. Dann wieder ein bisschen zurück auf die Kombination. Wendung danach finden. Über zwei, jetzt über drei und dann letzte Galoppade. Da sehen wir es. Ja, ein bisschen Gas geben, aber auch nicht zu weit. Alles rausreiten, aber fehlerfrei bleiben. Das ist das Ziel. Und das schaffen die beiden. Tobias Bremermann und Vicky fehlerfrei im Stechen. 40,80 Sekunden ist seine Zeit. Im Stechen Tobi Bremermann und Vicky. Daran messen wir. Also nun noch die nächsten drei Starter im Stechen. Es geht um nicht weniger als um ein Auto für den Sieger.